Shalom, Freunde des Diabetes. In einer Welt, wo viel Müll gelabert wird und Fake sein Mode ist, gibt es einen Indikator, der den nicht vorhandenen Wohlstand am besten symbolisiert. Und zwar Autos. Auch wenn es cool ist, Polizisten das Leben schwer zu machen, sollte man vorher noch wissen, wieso man für sowas überhaupt anschaffen geht. Schuhschnecke, wie geht's? Da genau das für einige Randgruppen der Lebensinhalt ist, kommen wir zu dem essentiellen Wunsch nach Aufmerksamkeit nach, indem wir auf einige Kfz eingehen, die teuer aussehen, aber dafür dank Wertverlust nur einen Bruchteil vom Neupreis kosten. Nur um billige Frauen abzukriegen, die ihr Selbstbewusstsein bei Instagram über bisschen Kriegsbemalung, Nudes und Romane, die ihre Unabhängigkeit beschreiben, pushen. Aber gut, dass keiner weiß, dass der Wagen mit 12 Cousins geteilt wird, mit denen man in derselben Dreizimmerwohnung aufgewachsen ist. Trotzdem lässt dieses gängige Verhalten den Anschein dar, dass man mit einem vermeintlich teuren Auto jeglichen Anstand verliert und sich vor dem Treffen mit Dilara oder Jenny nicht rasieren oder gar duschen muss. Aus dem Grund fangen wir an mit einer Marke, die vor Seriosität nur so sprießt. Ein Auto, das sagt, ich bin nicht so einer und gleichzeitig dabei lügt. Der Porsche Panamera der ersten Generation. Zugegebenermaßen sieht der Panamera aus, als wäre er auf Substanzen. Aber wie mein Onkel mir immer nachts in mein Ohr geflüstert hat, als ich klein war, du kannst es lernen zu lieben. Bis zu dem Tag wusste ich auch nicht, dass ich einen Onkel habe, der durch Fenster klettert. Ihr kriegt ein Panamera bereits ab 20.000 Euro in postapokalyptischen Zustand. Aber es ist ein Porsche und somit seid ihr automatisch was Besseres, da Porsche nur von reichen BTM-Dealer aka Feel-Good-Manager und Liebesdienstleisterin gefahren wird. Naja, und Zigeunern. Porsche-Schlüssel kann man dann mit voller Überzeugung anderen ins Gesicht slappen, um Dominanz zu zeigen. Wenn ihr euch in einer dieser Gattung Mensch wiedererkennt, dann holt euch unbedingt so ein Kfz. Zwar sind die V8-Motoren nicht dafür bekannt, ewig problemfrei zu leben, aber ein One-Night-Stand heißt nicht umsonst so. Und die eitrige Geschlechtskrankheit an der rosa Mütze vorne ist sie allemal wert. Wer aber ernste Ambitionen hegt und wirklich so ein Auto möchte, guckt sich dazu mein Video an, wo ich auf potenzielle Schwächen des Modells eingehe und wie oft man sein Alias Urin-Uwe auf Natursekt-Partys nutzen sollte für ein vernünftiges Modell. Spargelfeueressen hinterlässt einen herb aromatischen Eindruck. Als nächstes gibt es ein wenig Luxusklasse aus dem Hause Mercedes. Und zwar den CL500. Dieser basiert auf der S-Klasse W221, was nur von CE ausgefahren wird. Statt zum Vater des Jahres gekürt zu werden, wollen wir lieber sagen können, ich geh mal Zigaretten holen und uns für 25 Jahre vor der Verantwortung drücken. Jedenfalls ist der CL als Standardversion nicht prollig genug. Um dem Dilemma zu entweichen, geht man auf eBay und sucht nach Bodykits, die man für wenig Geld erhält. Das hat den seriösen Nebeneffekt, dass der Wagen dann optisch aussehen soll wie die 63er AMG-Version mit mindestens 525 PS, die man sich natürlich nicht leisten kann. Für die Durchschnittssnitch ist das aber genug, weil die gerade so mit Mühe und Not die letzten 5 Gehirnsynapsen zusammenfügen kann und weiß, dass das ein Mercedes ist. Und Mercedes ist im Volksmunde das Bier mit Wurst unter den Autos. Also etwas, wofür Made in Germany bekannt ist. Sind optional noch AMG-Embleme überall mit Uhu-Kleber rangeklebt, weiß die Lara, dass es ein AMG ist, da sie die dritte Klasse zu 90%iger Wahrscheinlichkeit besucht hat. Man kriegt dann also einen CL schon für knappe 12.000 Euro, ein Bodykit für 3.000 Euro und hat dann die Möglichkeit, die Lara die restlichen 3 Hirnzellen per Headbang gegen die Windschutzscheibe auszutreiben. Oder wie Sandra, die in einer gewissen Position im Wohnzimmer auf dem Sofa durch Stöße mit dem Kopf gegen die Wand knallt und man von hinten nur ein Challenges vernimmt, weil man voll auf Nase ist. Zwar sollte man mindestens 20.000 Euro für ein vernünftiges Modell ausgeben, aber Menschen sind nicht gerade dafür bekannt, logische Entschlüsse zu fassen. Wer mehr über typische Probleme vom CL wissen will, guckt sich dazu mein Video an. Kommen wir zu einem Fahrzeug, was in derselben Liga wie der CL ist. Selbe Preisklasse, Exotenstatus, macht Krach und hat eine viagrale Wirkung auf R, Sie und S. Der Maserati Gran Turismo. Dieser Wagen hat einen V8 Motor von Ferrari, der ungefähr so klingt, als würde Jesus persönlich runterkommen und einem das Ohr abschlecken. Da es leider auch Kröten gibt, die ihre Katze und oder Kinder King Muffin bzw. Lego Trim nennen, hat der Maserati auch ähnliche Probleme, die den Unterhalt nicht gerade billig machen können auf Dauer. Statt zur Notaufnahme geht man aber zum Glück nur zur Werkstatt mit dem Maserati. Es kann Probleme mit der Elektrik geben, mit dem Getriebe und der Motor kann auch auslaufen vor Öl. Aber das Auslaufen eines gewissen Geschlechts ist das allemal wert. Für 30.000 Euro kriegt man erst Modelle. Wie deren Zustand ist, weiß nur Gott. Daraufhin sparen wäre zwar nicht schlau, aber wenn man das Geld ausgibt, sollte man das ganze Fahrzeug inspizieren lassen auf mögliche Mängel und dann in der Verhandlung erotischen Augenkontakt halten. Je nach eigener Erniedrigungsgrenze und Trainingsvolumen des Würgereflexes kann man mit oralen Skills optional noch etwas am Preis machen oder ein nahezu handfestes Goodie kriegen.
Man kann jetzt argumentieren, dass man sich Liebe nicht kaufen kann, aber eine Hassliebe ist ein guter Anfang und gegen käufliche Liebe hat noch nie jemand ein Veto eingelegt. Geld macht nicht glücklich, sondern die Dinge, die man für Geld kaufen kann. Kommen wir zu etwas aus Japan. Es ist kein Sushi oder Anime-Schweinkram, das Tentakel hat. Es ist ein Nissan GT-R. Ein Auto, was mit Lamborghini, Porsche und Ferrari konkurriert. Neu waren es zwar nur knapp 100.000 Euro, die man dafür zahlen musste, aber trotzdem ist der Wagen im Segment der Supersportler. Diese müssen also nicht zwangsweise über 200.000 Euro und ein Stück Hodensack kosten. Einigen Quellen zuurteile gehört auch mehr dazu, als nur einen Sportwagen zu besitzen. Ich wollte nie nur einen Ferrari haben. Ich wollte immer auch ein Ferrari sein. Zudem ist das Tuning-Potenzial so groß, dass ihr euch beim Gasdrücken in die Luft springen könnt, da der Wagen in seiner ersten Version einen 3,8 Liter V6 Biturbo besitzt mit 485 PS. Mit wenig Aufwand kommt man da auf 600 PS und Extremisten sogar auf über 1000 PS. Bei diesem Kfz sind jegliche Blicke auf euch garantiert. In der Realität findet ihr so gut wie kein Fahrzeug, was im Alltag mit euch dann konkurrieren könnte oder will. Die erste Generation ging schon in ca. 3,5 Sekunden bis Tempo 100 km/h und macht erst bei 310 km/h Schluss. Selbst jemand, der keine Ahnung von Autos, also vom richtigen Leben hat, weiß allein durch die Optik, dass ihr etwas Besonderes seid in dem Fahrzeug. Erste Modelle fangen ab ca. 45.000 Euro an. Vor einiger Zeit hat man die aber noch für unter 40.000 Euro bekommen. Entweder rauche ich das falsche Zeug oder der GT-R hat mit Wertverlust so viel zu tun wie Apache mit gut gekleidet sein. Wer sich jetzt fragt, wie man sich sowas leisten soll, hier die Antwort. Der Karl kam noch Penisverlängerung. Wer aber auf Orgien steht, braucht ein SUV, um den nächstgelegenen Oxwald zu besuchen. Ein Auto, was sich dafür eignet, ist ein SUV mit einer ebenso großen Klappe wie der Besitzer, der es fährt. Ein BMW X6. Der BMW X6 ist ein Hermaphrodit und wurde 2008 auf den Markt geworfen und dank literarischen Erguss von BMW hieß er SAV und ist eine Kreuzung aus SUV und Coupé. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, hat irgendwas Großes, etwas Kleines gepimpert. Raus kam ein Fahrzeug, was ein Geländewagen war, ohne Geländetauglichkeit. Also jemand ohne wirkliche Identität. Somit ideal für das Lebensmotto Fake it till you make it. Der super Fettsack sieht zwar cool aus, aber erste Modelle hatten so einige Probleme mit der Elektrik und war für viele eine komplette Fehlkonstruktion. Wie gut das Fellatio abhängig von der Optik ist und nicht von inneren Werten. Zu haben gibt es Modelle in anschaubarem Zustand ab 17.000 Euro als Diesel. Für einige Besitzer war das Auto das Geld nicht wert, sodass sie dann nur sagen konnten: Wir gehen jetzt hoch, egal was, wie, weil, und dann lag der da. Animus im Beast-Mode. Ich will kämpfen, 1 gegen 1. 3 Backpfeifen. Kaum vorstellbar, aber ein Fahrzeug, was neu gut und gerne mal eine Viertelmillion gekostet hat, gibt es mittlerweile ab 25.000 Euro mit Checkheft zu kaufen. Bentley Continental. Zwar kann es gut sein, dass erste Modelle ein bisschen elektronisches AIDS haben, aber dafür kriegt man 560 PS aus einem W12 Biturbo. Das Gewicht geht Richtung LKW, die Technik stammt von VW und wird von Briten zusammengebaut. Da der Verbrauch hoch sein wird, resultiert das zu einem häufigen Besuch bei der Samenspende. Aber Bentley-Kunden sind in der Regel Millionäre, über 50 Jahre alt und meistens impotent. Es ist also ein kleiner Preis, den man fürs Image ausgibt. In so einem Fahrzeug macht es am meisten Sinn, sich einzureden, dass man es geschafft hat, auf Instagram mit Fake Rolex und China Gucci Klamotten angibt. Zwar hat sich nichts im Leben verändert, aber man kann es als Autosuggestion beschreiben. Einfach so lange einreden, bis es wahr wird, wie es die ganzen Money-Gurus kleinen Kindern prophezeien. Sollte man sich jetzt eines dieser Autos holen, der gesunde Menschenverstand würde jetzt sagen: Nope. Trotzdem gibt es immer den einen oder anderen Teledin-Tubi, der sich sowas holt aus besagten Gründen. Fakt ist dennoch, dass es möglich ist, auch in einem Dacia Doka die Sau rauszulassen. Aber in der Regel nur, wenn jemand damit zur Kurfürstenstraße fährt, im Arbeitsfahrzeug seines Vaters eine rumänische Straßenarbeiterin mitnimmt, zur nächsten Seitenstraßen fährt und hinten im Laderaum die alte wegbietst ohne jegliche Reue oder Schamgefühl. Wenn euch das Video zum Lachen gebracht hat und ihr mehr übers Leben lernen wollt, dann abonniert den Kanal, guckt euch die anderen gottlosen Videos von mir an, liked und kommentiert jedes einzelne Video mit 5 Fake-Accounts mit dem Umfang eures Hodens und folgt mir auf Instagram, um im realen Leben mehr Lachkick zu schieben.